Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Videotagebuchs hier auf meinem Kanal. Heute soll es im Wesentlichen einmal nur um das Auspacken unseres neuen Mikrofons gehen. Eine Kamera konnte ich mir von meinen Söhnen leihen, aber ein gutes Mikrofon hatten wir nicht im Haushalt. Deswegen habe ich ein bisschen mich auf Amazon schlau gemacht, einen schönen Warehouse-Deal gefunden für das Röhde NT-USB-Studio-Mikrofon, das dann auch noch vor Weihnachten stellt. Ich hätte mir nur vorher einmal genau angucken sollen, wie groß das gute Stück eigentlich ist. Vor uns liegt es also nun das Paket von dem NT-USB-Röhde-Mikrofon. Der Karton an sich ist relativ groß, beinhaltet das Mikrofon, den Windschutz und das Mikrofon an sich. Dann lass uns mal beginnen mit dem Inhalt des Kartons. War vorgearbeitet. Innerin begrüßt uns eine schwarze Schaumstoffmatte als Abdeckung und dann auf der rechten Seite zunächst das Standbein in einer Papierverpackung. Und unter dem Standbein das USB-Kabel A auf B und ziemlich lang. Sowie eine Tasche mit dem Handbuch. Und einem Aufkleber. Vor dem Zusammenbau noch ein kleiner Hinweis. Unten am Boden des Mikrofons hinter einer Gummiklappe verbirgt sich der USB-A-Anschluss. Das heißt, wir haben hier USB-A zum Computer und an der Seite den Monitor für den Monitorausgang. Einmal zusammengebaut, lässt sich das Mikrofon dann in zwei Achsen bewegen. Einmal hier am Fuß in der Neigung und hier über ein Drehrad in der seitlichen Ausrichtung, dass man es dann bequem so auf dem Tisch positionieren kann, wie es fürs Sprechen gut sein soll. Ich bin sehr gespannt, wie der Sound sein wird. Wie schon am Anfang gesagt, es ist unendlich viel größer, als ich mir das vorgestellt habe. Schauen wir mal. So, und damit ist das erste Unboxing auf meinem Kanal zu Ende. Wesentlich mehr Arbeit, als ich mir das vorher vorgestellt hatte. Das sieht bei den anderen Kollegen auf YouTube immer so leicht aus, ist es aber gar nicht. Wie habe ich das Video geschnitten? Mit einem Online-Tool, das ich gefunden und dann ausgewählt habe, V-Video. Warum? Warum nicht Premiere? Warum nicht Lightroom? In allererster Linie, ich wollte ein cloud-basierendes Tool haben. Ich wollte ein Tool haben, was online funktioniert. Ich wollte ein Tool haben, was eine Chrome Web Extension hat. Ich bin relativ beruflich viel unterwegs. Mein Daily Driver ist ein Chromebook. Von daher, als Cloud-Fanboy muss man einfach auch in der Cloud arbeiten. Außerdem kommt V-Video mit einer schönen Integration nach Google Drive. Das ist eigentlich rundherum alle meine Bedürfnisse erstmal befriedigt. Und mal schauen, wie lange es mir ausreichen wird. Neben YouTube bin ich auch auf anderen sozialen Medien unterwegs, unter anderem auf Twitter seit Ewigkeiten, seit einem Jahr auch auf Instagram, zusammen mit meinen Söhnen Notaril Fabio und Lord Nux the Dark. Ich hoffe, die Ausgabe des Unboxings hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder.